Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste auf den Tribünen! Wasser ist unsere wichtigste Lebensgrundlage. Und dass hier zum Beispiel jederzeit ein Glas frisches, sauberes Trinkwasser steht, das nehmen wir ja als Selbstverständlichkeit wahr, aber das ist natürlich keine Selbstverständlichkeit. Und deswegen gehört es zu unseren wichtigsten Aufgaben, die Qualität des Wassers nicht nur zu erhalten, sondern da, wo es nötig ist, sie kontinuierlich zu verbessern, damit es unseren und den Ansprüchen der Verbraucherinnen und Verbraucher genügt. Die Europäische Union bescheinigt uns, dass der Gewässerzustand von Flüssen und Bächen im Jahr 2015 nur zu 7% gut oder sehr gut war. Das ist natürlich kein gutes Zeugnis. Ein Grund für den schlechten Zustand ist die durch die Landwirtschaft verursachte jahrelange Überschreitung der Grenzwerte für den Nitrateintrag. Und ich bin deswegen froh, dass, und es wird höchste Zeit, das will ich noch dazu sagen, es wird höchste Zeit, dass sich das Landwirtschaftsministerium sich jetzt bewegt hat und wir hoffentlich in Kürze eine neue Düngeverordnung und ein neues Düngegesetz mit strengeren Regeln bekommen. Ein weiterer Faktor für den schlechten Zustand unserer Gewässer ist die Belastung mit Mikroschadstoffen, darunter die Rückstände von Medikamenten. Und genau darum geht es ja in dem Antrag der Grünen, über den wir hier beraten. Dieses Thema, das konnte man in der Vergangenheit sehen, produzierte schon mal skurrile Schlagzeilen, wie zum Beispiel in der Welt im August 2014. Da hieß es in der Überschrift »Fische auf Viagra«. Das hört sich lustig an, aber es ist natürlich ein ernstzunehmendes und stetig wachsendes Problem. Denn durch immer mehr in der Tierhaltung eingesetzte Medikamente, vor allem Antibiotika, steigt natürlich auch der Anteil dieser Stoffe in den Gewässern. Und Gleiches gilt auch für Humanarzneimittel. Durch die älter werdende Bevölkerung, worüber wir uns ja alle freuen, nimmt die Menge der eingenommenen Medikamente stetig zu. 2012 waren es über 8.000 Tonnen Medikamente mit umweltbelastenden Wirkstoffen. Und wir können davon ausgehen, dass die Menge heute noch deutlich höher ist. Und da die Kläranlagen nicht in der Lage sind, alle Wirkstoffe herauszufiltern, gelangen diese Wirkstoffe dann als Abwasser in die Flüsse und von dort wiederum als Trinkwasser in den menschlichen Körper. Zwar im Nanogrammniveau, aber es bleibt eben nicht ohne Auswirkungen. Wir wissen noch gar nicht so genau, welche Folgen für Mensch und Tier das hat, aber es ist absehbar, dass es zu Resistenzen gegen Antibiotika kommt. Fische laichen nicht mehr, weil sie dank der Pille, die im Wasser als Wirkstoffe ankommt, permanent verhüten. Und in Schweden hat man aufgrund einer erhöhten Konzentration eines Beruhigungsmittels in einem Fluss bei Barschen ein zunehmend artuntypisches Verhalten der Fische festgestellt. Wenn wir uns jetzt vor Augen führen, welches unsere Ansprüche sind an das Wasser und an die Problematik, die ich eben geschildert habe, dann haben wir sozusagen ein Dreieck. Wir wollen sauberes Trinkwasser von hoher Qualität. Wir wollen natürlich, dass alle Menschen die notwendige Medikamentation bekommen, die sie benötigen. Und wir wollen natürlich auch bezahlbares Wasser haben, bezahltes Trinkwasser. Und diese mehreren berechtigten Anliegen müssen in Einklang gebracht werden. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, Sie haben ein wirklich sehr wichtiges Thema mit Ihrem Antrag aufgegriffen. Aber unter den Mikroschadstoffen sind die Medikamentenrückstände eben nur ein Teilbereich. Und deswegen hat das Umweltministerium im letzten Jahr begonnen, eine Mikroschadstoffstrategie zu erarbeiten, die in diesem Jahr im Frühjahr 2017 verabschiedet werden soll. Diese Strategie soll unter Beteiligung von Akteuren aus der Zivilgesellschaft, der Wasserwirtschaft, der Industrie, den Ländern sowie betroffenen Bundesressorts entstehen. Und als Ergebnis soll ein gemeinsames fachliches Verständnis und ein
Bündel geeigneter Maßnahmen und Strategien im Umgang mit diesen Mikroschadstoffen erarbeitet werden. Und dabei, das können wir zu Recht erwarten, das fordern wir auch, muss es im Besonderen um wirksame Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen gehen. Denn was gar nicht erst ins Wasser gelangt, muss am Ende auch nicht rausgefiltert werden. Also an der Quelle müssen die Veränderungen vorgenommen werden. Und ich bin sicher, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass die Bundesregierung mit diesen Maßnahmen, mit der Strategie, die derzeit entwickelt wird, die Forderungen, die in dem Antrag der Grünen sind, nicht nur erfüllen wird, sondern dass sie noch darüber hinausgeht im Ergebnis. Denn die Strategie wird sich eben nicht nur auf die hier genannten Medikamente beziehen, sondern auch auf Kosmetika und auch auf Industrie- und Haushaltschemikalien. Wir als SPD-Fraktion wollen die Ergebnisse des Dialogs und diese Strategie abwarten und werden deswegen dem Antrag heute nicht zustimmen, sondern dann, wenn das im Frühjahr vorgelegt wird, schauen, ob weitere Maßnahmen erforderlich sein werden. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Kollege Ralf Lenkert für die Fraktion Die Linke.